Djibouti, Ostafrika. Das ist die Wahlheimat von Cornelia Frey. Die Bernerin hat große Pläne, aber wenig finanzielle Mittel. So schweizerisch immer denken, oh, das geht ja nicht, oh, man muss irgendwie überleben. Das habe ich überhaupt nicht, ich habe keine Existenzangst. Als Regisseurin realisiert sie mit einheimischen Filmen. Sie komponiert, singt Lieder und ist beseelt von einer Mission. Doch hier in dieser Gesellschaft läuft ziemlich viel schräg. Lügen, Betrügereien, jeder schaut, was er überkommt. Und das möchte ich ehrlich gesagt den Leuten unter die Nase haben, dass sie sich Gedanken machen darüber. Weshalb wandert eine Schweizerin nach Afrika aus? Wie sieht ihr Alltag aus? Und wie verwirklicht sich jemand in einem der ärmsten Länder der Welt? Davon handelt diese Reportage. Cornelia Freys Geschichte beginnt im bernischen Langenthal in diesem Haus. Hier verbrachte sie ihre Jugend. Hier wuchsen auch ihre drei Kinder auf. Einmal im Jahr kommt sie jeweils zurück zu ihren Wurzeln. Hast du das Bild schon gesehen? Hier? Die geschiedene Auswanderin besucht ihre Mutter Trudi Frey, die noch immer hier wohnt. Zu Gast ist auch Sohn Silas Bitterli, ein Künstler. In Afrika war der 32-Jährige noch nie. Er lebt seine Abenteuerlust in selbstgemalten Bildern aus. Ja, meins ist auch nicht. Meins ist ungefährlich. Ja, aber meins ist Fantasie. Da kannst du nicht irgendwie. Aber nee, weiss nicht. Ich könnte es nie. Ja, ich wusste, ich gehe wahrscheinlich den irgendeinischen. Wann hast du das gewusst? Das nimmt wirklich noch Wunder. Das hatte ich im Hinterkopf, hatte ich es immer. Und wenn es ganz schlimm war und mir Tilly auf den Kopf gefallen, habe ich halt einfach die Wohnung umgestellt. Ah, darum? Ja. Nein, das habe ich nicht gewusst. Ja. Weil plötzlich war die Wohnung wieder anders eingerichtet. Mhm. Und alles ist irgendwie. Man kommt heim von der Schule und irgendwie ist die Hälfte ist schon wieder am anderen Ort. Und ich habe das lustig gefunden. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ich muss mein Zimmer neu umstellen, wenn ich mich anders fühle. Aber ich habe nicht checken, dass du das auch gemacht hast. Die hat sich bewiesen, irgendwie, sich selber. Sie macht sowieso, von seit sie klein ist, eigentlich, was sie selber will. Ja, also ich habe auch Kind großgezogen. Ich bin 20 Mal auf die Nacht und 3 Mal Windeln gewechselt. Also ich mache nicht nur, was ich will. Das klingt jetzt so. Nein, bisschen. Aber du setzt den Kopf durch. Ja. Also, aber das musst du ja auch. Schon nur die Vorstellung, so wie ich löse hier irgendwie all mein Zeug auf und so. Und ich habe keine finanzielle Sicherheit mehr. Und ich gehe jetzt einfach mal dorthin und ich lerne mal die Sprache. Und dann schaue ich dann mal, was ich mache. Ich könnte es nicht. Ich habe immer alles gehabt hier, oder? Und ich bin aufgewachsen. Wir hatten ein Geschäft, wir hatten immer zu essen, wir hatten Spielsachen, wir hatten Kleider. Ja, halt Schweiz, oder? Ja, wir hatten alles. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich bin sehr im Luxus. Ja. Das Gefühl hatte ich immer. Ja. Und nachher, als es darum ging, wo die Kollegen anfangen zu diskutieren, welche Farbe und welche Automarke sie kaufen wollen, haben sie mir jetzt längst. Aber irgendwie muss es noch eine andere Welt geben. Ich wollte etwas anderes sehen. Sie hat auch Gründe, wo sie Tadjoura, am gleichnamigen Golf im Kleinstaat Djibouti. Die Ortschaft zählt 22.000 Einwohner und ein Vielfaches an Ziegen. Die Menschen hier sind Muslime. Sie gehören zum Volk der Afar. Seit 10 Jahren lebt Cornelia Frey auf dem schwarzen Kontinent. Nur wenige der hiesigen Menschen beherrschen eine Fremdsprache. Deshalb war es für sie ein Muss, die Sprache der Afar zu lernen. Ah, okay. Jene, anu ambala, retret. Illa was akutamita. Jäger. Die Fähre legt nur 2-mal pro Woche an. Die Zufahrtsstraße ist schlecht ausgebaut und oft nicht befahrbar. Sie ist die einzige Weiße im abgelegenen Ort. Ich habe das Glück, dass ich jetzt schon ein bisschen älter bin. Und der Respekt ist schon da von älteren Frauen. Ja.
Wenn ich jetzt 20 wäre, dann würde ich dauernd anpackern und das wäre schwierig. Aber jetzt, nein, kein Problem. Djibouti ist ein stark unterentwickeltes Land. Das Gesundheitssystem und die Infrastruktur liegen am Boden. Mehr als 60% der Bevölkerung haben keine Arbeit. Die Leute, die jetzt durch sind, die gehen alle. Die werden die Nacht mit Schiff und Bussen weitergeleitet und gehen auf Jemen durch den Krieg bis auf Saudi-Arabien. Also Flüchtlinge, kann man sagen. Das sind nicht Flüchtlinge, das sind Gladesta, das heisst, die sind solche, die arbeiten wollen. Die sind Arbeitsflüchtlinge, quasi. Und Sie flüchten von der Schweiz hier an auf Djibouti? Ich bin nicht geflüchtet. Freiwilligen Entschluss. Das wäre für andere fast eine Strafe. Für andere wäre das fast eine Strafe. Ja, das kann sein. Regiert wird der Kleinstaat durch ein autoritäres Regime. Was fällt denn Ihnen so speziell da? Ja, das Meer ist schön. Aber sonst gefällt mir eigentlich nicht viel, ehrlich gesagt. Ich bin mehr da, um probieren, Situationen von Leuten zu ändern. Aber jetzt müssen wir doch etwas weiter. Cornelia Frey versucht sich hier als Künstlerin zu etablieren. Unter anderem macht sie Musik. Dabei bezieht sie die einheimische Bevölkerung mit ein. Er schreibt Texte schreiben für Chanson, für Lieder. Und ich habe ihn auch schon gefragt, ob er könnte zu einem bestimmten Thema etwas für uns schreiben. Und durch das hat er einen Job bekommen, etwas zu tun und fühlt sich durch das auch mehr beschäftigt. Hey, Salame. Hey. Dieses Stück hat die Schweizerin zusammen mit Einheimischen komponiert und arrangiert. Leider ist ihr Video weder im Fernsehen zu sehen, noch im Radio zu hören. Denn sie will Geld dafür. Meine Idee ist ja, dass wir unser Zeug produzieren und dann verkaufen. Und wenn ich am Anfang schon gratis gebe, dann können wir auch nie etwas verkaufen. Hier in diesem Haus wohne ich. Erster Stock. Hinter der heutigen Künstlerin liegt eine abwechslungsreiche Karriere. Kochlehre, Wirteprüfung, Handelsdiplom, kaufmännische Angestellte. Als ihre Kinder flügge wurden, ließ sie das Leben in Wohlstand hinter sich und zog nach Afrika. Hier kommt sie mit monatlich 400 Franken aus. Trotzdem sind finanzielle Engpässe ein Dauerthema. Sie haben, glaube ich, ihr ganzes Geld fast aufgebraucht, auch Pensionskassengeld. Ja, das ist futsch. Ja. Ich habe erlebt, dass ich immer genug Geld hatte, auch wenn ich jetzt alles gebraucht habe. Das Vertrauen habe ich. Ich bin jetzt schon 10 Jahre irgendwie unterwegs so, und es hat alles extrem geklappt. Ja. Ich habe eher Gott Vertrauen als Schiss. Würde ich meinen, ja. Wo geht es nachher? C'est bon. Okay. Die Schweizerin ist eine Überlebenskünstlerin. Ihr fällt immer etwas ein, um ein paar Djibouti-Francs zu verdienen. Von wo sind denn jetzt die Instrumente? Die habe ich von der Schweiz mitgebracht. Mhm. Und was machen Sie damit? Die haben wir vermietet. Jetzt hat es eine Hochzeit. Kei heisst das, wo einfach die Männer stundenlang hocken und Musik machen. Ich kann ein Instrument vermieten. Er spielt mit Klavier, verdient etwas. Und Sie verdienen auch etwas dabei? Ich verdiene etwas dabei. Ich kann das Material vermieten. Das ist eine Win-Win-Situation, oder? So. Tadjoura hat als zweitgrößte Stadt des Landes nur gerade 2 Einkaufsläden. Im unfruchtbaren Djibouti müssen selbst Lebensmittel wie Gemüse und Früchte importiert werden. Mandarin jetzt zum Beispiel etwa alle 2 Monate ein bisschen am Kauf. Das ist so alles an Gemüse, was es gibt. Zitronen hat es auch noch. Das ist, muss man den Salat schauen.
Mal sie geben. Ja, schau mal. Hoffen wir. Jetzt gehen wir mit dem Djibouti ist seit 3 Jahren Cornelia Freys Heimat. Zuvor lebte sie 7 Jahre lang in Äthiopien. Dort gründete sie ein Kinderheim. Wir haben jetzt 40 Kinder dort. Am Anfang waren nur wenige Kinder. Die Leute hatten Angst, mir die in die Schule zu geben. Jetzt habe ich dort 12 Angestellte. Lehrer, sie gehen morgen in die öffentliche Schule. Am Nachmittag habe ich 6 Lehrer, die so unterrichten und teachen. Das Kinderheim in Äthiopien wird durch Spendengelder finanziert. Einen Lohn beziehe sie keinen, sagt Cornelia Frey. Sie ist zwar nach wie vor die Leiterin, doch vor Ort ist sie nur noch selten. Grund: die Terrororganisation Al-Shabaab. Jetzt ist Al-Shabaab auf etwa 1,5 Stunden nach Basaita, wo ja meine Schule ist. Und die haben einfach am Morgen Frauen und Kinder geschossen, wo sie geschlafen haben. Das tut sie nicht beunruhigen, dass sie sagen, ich lebe doch recht gefährlich. Das, ja, wo sie nachher alle anderen, die angeschossen wurden, von etwa 50 Leuten auf Asaita ins Spital gebracht haben, war mir auch nicht mehr wohl gewesen. Bis jetzt war es immer ein bisschen weiter weg, gewesen, Richtung Addis Abeba, im Afar-Gebiet. Dort hat es ein Gebiet, wo Somali und Afar sind. Und dort kriselt es schon seit Jahren. Hat jetzt sehr zugenommen. Inzwischen sind die Strassen wieder gesperrt und so. Und dort weiss man, dass es gang wieder klopft. Aber jetzt ist es plötzlich von dieser Seite her gekommen. Jetzt, mir gedacht, also, jetzt ist es mir ja auch nicht mehr gut, ich bin in der Stadt und so. Aber ich habe schon gedacht, jetzt gehe ich wieder ein bisschen auf Djibouti, bis sich die Lage ein bisschen beruhigt. In Djibouti fand die Lebenskünstlerin für sich eine neue Herausforderung. Nebst ihren Musikprojekten realisiert sie mit einheimischen Soaps. Sie filmt und bearbeitet ihre Werke gleich selber. Ich kann jetzt hier nicht schlafen, weil also ich muss denken, ich bin völlig verliebt. Und das Lied ist auch um das. Die Szene ist, wo sie und er sich das erste Mal treffen, am Kaffee, wie sagt man das? Im Restaurant draussen auf der Straße. Wo sie sich das erste Mal sich treffen und sich völlig verlieben. Und wie das Gespräch zu und her geht, das ist noch interessant. Haben Sie sich übrigens auch schon da verliebt, in Afrika? Ich? Ja? Nein. Also Sie haben keinen Partner? Nein. Aber was liegt es? An den Leuten, das passt gar nicht. Die Idee ist anders, oder so. Liebe, sich verlieben, wie wir jetzt in der Schweiz, ist nicht das Gleiche. Sie denken einfach an ihren Vorteil. Wenn sich jetzt mir jemand nähert, ist einfach das Gedanke, dann komme ich weg von hier, dann komme ich auf Europa. Oder die hat viel Geld, also ansaugen. Das geht nachher nicht um mich. Also, das ist nicht etwas, was ich so suche. Oi, 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 oi. Jetzt haben wir hier ein Tuch. Eigentlich wären heute weitere Dreharbeiten ihrer Romanze geplant. Das ist jetzt eine Naturkatastrophe, da können wir uns nicht aufregen. Oder? Ist es eine Naturkatastrophe für da schon? He? Ja. Das ist doch eine, die man nicht filmen kann wegen der Natur. Ist doch eine Naturkatastrophe. Ja, unangenehm, wenn es einem so ausregnet. He? Ja, scheissig, man muss nachher aufräumen und machen. Dabei, ich habe Zeug, ich habe noch Aufnahmen, die ich muss mixen muss. Ich habe noch, ja, noch x Zeug. Und dann kannst du nichts machen. Die Farbe geht ab. An für sich regnet es ja in dieser Jahreszeit einmal nicht so. Es ist überhaupt schräg, dass es sehr weh tut. Und dann noch so viel, oder? Am nächsten Tag. Ja,
Jetzt gehe ich die eine Schauspielerin suchen, weil die hat kein Telefon hat. Und ich habe versucht anzurufen, weil ich gerne eine Szene drehen den Nachmittag. Und ich muss auch suchen, wenn ich... Ich komme auch nicht von selber. Gäbe es mir nicht ein, wo er noch also, er sagt, die Strasse ist zu wenig gut, wir müssen zu Fuß gehen. Jetzt. Ausser du eine Woche da. Weil du da hier. Ausser du gehst die Kamera ein, bitte. Ich will auch rennen. Mach den Rezinant. Yeah, ausser du gehst sie noch. Sami, Sami. Sophia, Ali. Male, male, am. Hey. Da lebt sie jetzt. Sie ist auch Spielerin. Sie kommt, ja, das ist ihr Zuhause. Gestern hat es geregnet, da ist jetzt alles um... Rob geht am Radehen. Alles kaputt gegangen. Das war alles so ein Hütchen. Vom Regen? Ja. Die Laienschauspielerin wohnt in einem gemauerten Haus ohne Dach. Die 17-jährige Safia Ali Hassan ist die Hauptdarstellerin in der Miniserie. Cornelia Frey bespricht mit ihr den heutigen Drehtag. Also sie lebt in grosser Armut. Ja, extrem. Das ist eben mein Ziel, solche Leute zu holen und neben etwas zu helfen. Einen Job zu geben, dass sie vielleicht jetzt eben zum Beispiel Strom installieren können, oder das vorher schon gesagt. Strom soll Safia als nächstes erhalten. Die Schweizerin unterstützte sie schon oft. Und eben geschaut, dass sie in die Schule kann. Ein paar Monate in Djibouti, als sie ihre Schule hat abgebrochen hat. Die beiden Frauen kennen sich seit 2 Jahren. Aufgrund der Dreharbeiten sehen sie sich häufig. Cornelia lebt zwar noch nicht lange hier, aber sie versteht unsere Tradition. Unterwegs zum heutigen Drehort. Jetzt drehen wir eine Szene in einem Garten und man kann die Tür zutun, weil viele Kinder kommen. Müssen wir schnell alles ändern. Ja, die Kamera haben sie Angst, genau. Die Darstellerinnen setzen Cornelia Freys Ideen spontan um. Ein Drehbuch gibt es nicht. Meistens ist die Szene nach dem ersten Versuch im Kasten. Es sei denn, Zaungäste stören die Aufnahmen. Ich würde gerne ein Star werden und viel Geld verdienen. Ich habe gar nie Hoffnungen gemacht und falsche schon gar nicht. Ich habe ihnen einfach gesagt, wir machen einen Film. Wenn sie wollen, könnten sie mithelfen. Ich wäre froh, es wäre cool. Und sie würden ein bisschen etwas verdienen dabei. Aber die Erwartungen sind doch da, dass sie jetzt berühmt und reich werden können. Ja, das sehe ich, das höre ich jetzt heute zum ersten Mal. Das haben sie mir nie gesagt. Aber es ist natürlich klar, sie werden berühmt. Die nächste Szene. Gespielt wird ein Streit zwischen Safia und ihrem Mann. Er hat ihr ein Leben in Saus und Braus versprochen. Jetzt stellt sich heraus, dass er Schulden hat. Safia fühlt sich hintergangen. Eine Szene, die typisch sei für Djibouti, betont die Bernerin. Sie versteht sich als Aufklärerin. Da kommt eine Schweizerin, muss ihnen zeigen, was da falsch läuft. Was sagen sie dazu? Ja, weil jeder Mensch hat eine andere Sicht von den Sachen. Und was da an Lügen und Betrügen, das habe ich noch nie gesehen. Und wenn man in einer Gesellschaft lebt, wo man immer in dem ist aufgewachsen, dann sieht man das gar nicht. Und da braucht es manchmal andere von außen, die das zeigen können. Du, im Kinder, da ist die Tampfatenta. Hey, geh raus, du störst die Aufnahmen, sagt sie zum nächsten Störenfried. Okay. Am Ball, away.
Was ist da mit dem Stoff stört? Ja, die lachen die ganze Zeit. Ich brauche ihn nicht mehr heim. Am Ball, da komm. Aber ich darf eh so, hä? Hau ab, verschwinde, sagt Safia zu ihrem Mann. Ich lass mich von dir scheiden. Wir machen die Szene gescheiter wie im Haus. Und die wird ewig grölen dort. Der gespielte Streit mündet draußen für die 17-jährige Schauspielerin in eine reale Belästigung. Wir haben auch schon Zeug aufgenommen und er ist fast auf sie aufgelegen und hat gefunden, wir hätten sie fast nicht voneinander gebracht. Furchtbar. Und wir haben den Film angefangen, die Episode mit ihm. Und irgendwie habe ich jetzt eine Lösung gebraucht, um ihn loszuwerden. Und das ist jetzt die Entscheidung, ist er weg? Ja, jetzt ist er weg, jetzt haben wir Ruhe. Eine kleine Siedlung ist Schauplatz der nächsten Szene. Und jetzt tut sie ihm anrufen, er ist doch hier. Er soll morgen zu ihr kommen, sie muss ihm etwas sagen, that's it. Ihr Telefon geht da am. Hey. Du, die Abgabe geht der, der die. Wo geht die Abgabe geht der, die? Wo? Arifan Geretto. So, wo? Agis noch. Oh, hey, Sarah! Die fünfte Staffel, die er dreht, aber immer noch nicht am Fernsehen. Warum nicht? Weil wir es noch nicht gezeigt haben. Wir machen jetzt ein paar Staffeln und dann zeigen wir es im Fernsehen. Weil es hat einen neuen Chef gegeben, der vorher kein Geld mehr hatte, weil er das Geld alles verbraucht hat. Er hat seine Häusle gebaut, statt von den Leuten Filme und Musik zu kaufen. Er hat seine Häusle gebaut mit dem Geld und ist als Flüchtling auf Holland hat sich abgesetzt. Als er im Ramadan wollte festen auf Djibouti, haben sie ihn im Flughafen eingesperrt. Jetzt geht es ein Zeitchen, bis der neue Chef wieder eingearbeitet ist. So. Sie hatten eine Zwischenlösung, jetzt gibt es einen neuen Chef. Und wenn es sich Gelegenheit ergibt, gehe ich es ihm vorstellen. Ich habe es probiert, bei diesem, aber eben, der hat das Geld selber verbraucht. Das ist das Problem, oder? Ein paar Tage später. Ich gehe jetzt mit der Fähre auf Djibouti, weil ich einen Termin bekommen beim Fernsehen RTD, um mal unsere Sachen vorzustellen. Das hat sich jetzt gerade ergeben. Ich habe gerade jemanden gefunden, der auf der Strasse war, in Tatschura, wo ich weiss, dass er beim Fernsehen arbeitet. Ich habe gesagt, jetzt sei ich auch ein neuer Direktor, ob er sein Telefonnummer noch nicht hätte. Er hat gesagt, er sei sein Freund, der Direktor sei sein Freund. Und ja, und ja, ja, die Sachen, die ich mache, sind super. Und ich soll kommen. Also für Sie die grosse Chance jetzt? Extrem. Die Reise zum Nationalfernsehen in die Hauptstadt Djibouti des gleichnamigen Landes dauerte einen halben Tag. Nun geht sie hoffnungsvoll zum vereinbarten Termin. Dann die Ernüchterung. Weiter als in den Warteraum kommt sie nicht. Ein paar Minuten später draußen vor der TV-Station. Passiert ist gar nichts. Wir sind rein und die Leute waren dort, weil der Präsident gerade heute am Nachmittag musste an La Casale und der Direktor und alle Leute mussten zu dem mitgehen. Also im Büro war niemand. Was mache ich? Jetzt schaue ich halt für den nächsten Termin. Irgendwann wird es dann klappen, da bin ich sicher. Seit diesen Aufnahmen sind ein paar Monate vergangen. Cornelia Frey steht inzwischen auch mit anderen Fernsehstationen in Kontakt. Man sei begeistert von ihrer Soap, sagt die Lebenskünstlerin. Doch verkaufen konnte sie die Filme bisher nicht.